Zünftiges Zuprosten in Bayern. Angela Merkel ist vor Ort, denn hier wird gleich ein ganz besonderer Gast erwartet. Lass mich mal durch. Oh mein Gott, Angela Merkel, Powerspin! Oh, Merkel, krieg ich ein Autogramm? Lass mich in Ruhe jetzt. Ich muss Obama begrüßen. Gleich ist er da. Hier kommt Mr. Brazen. Hallo, Mama. Hey, Gina, lass dich drücken, du altes Pupsgesicht. Und du bist ja First Lady, also First Man, also du knallst die, Alter. Töten Sie mich. Ups, sorry, Mann. Hey, das ist mal ein richtig hässlicher Zaun. Ja, kennst das Sprichwort, da möchte man nicht tot über den Zaun hängen? Ja. Ja, ist hier erfunden worden. Ist nicht wahr. Tja, willkommen in Bayern. Guck mal, ein Eichhörnchen. Oh, wie süß. Hi, ziemlich große Eichhörnchen habt ihr hier in Deutschland. Hast du aber ein schönes Puschelschwänzchen. Guck dir mal den Hintern von dem Kerl da an. Sonntag. Janice, no. Obama amüsiert sich offensichtlich bei diesem stereotypisierten Bild der Deutschen in bayerischer Trachtenkleidung mit vergnüglicher Blasmusik. Ja, Kruzifix, no moi. Ich halte die Scheiße hier langsam nicht mehr aus. Hä? Was ist? Ich muss besoffen sein, um das durchzustehen. Och, kein Problem, ich besorg uns was zu saufen. Hallo, ja, ich hätte gern 5 Bier und 200 Gramm von der groben Fetten. Soll das ein Scherz sein? Prost! Oh, ja. Fuck, was für eine Plörre, ey. Prost! Ja, Prost. In die Augen gucken beim Anstoßen, sonst gibt's 7 Jahre schlechten Sex. Juhu, Sex. Oh, shit. Ja, wie schmeckt's Ihnen, Herr Präsident? Schmeckt so ein bisschen wie vollgepisster Penner, gemischt mit verbrannten CDs. Lecker. Hey. Essen Sie noch diese Weißwurst, Mr. Präsident. Mann, ey, was tut man nicht alles für die Völkerverständigung? Falls Sie Knochenknorpel im Mund haben, nicht ausspucken, die bringen Glück. Wisst ihr, wie Weißwürste gemacht werden? Speck- und Bindegewebsstellen von gekochten Kalbsköpfen werden in einen Schweinedarm gedrückt und dann werden sie nur erwärmt, aber nicht gekocht, weil sie sonst platzen. Und deshalb darf man Weißwürste nicht nach Mittag essen, weil sie sonst schon längst vergammelt sind. Ja, Herr Gotzer, dieses kulinarische Erlebnis wird der Präsident wohl seinen Lebtag nicht vergessen. Hoffentlich können wir ihn bald wieder in Deutschland begrüßen. UFM.